Hallo und willkommen zurück zu Alice Madness Returns und wir sind auch zurückgekommen, um... Oh mein Gott. Was ist denn das? Einen Moment bitte. Ich sehe mir das Gemetzel nachher an, aber zuerst sehe ich mir dieses Geheimnis an. Die armen Fische, die ganze Stadt wurde wohl gestockt und gemetzelt. Huch. Meinst du, es war alles dieser komische... Der Zimmermann und das Walross? Ja. Einen Moment. Ja, aber zuerst eine weitere Herausforderung erwartet uns und ich glaube... Hoffentlich ein Rätsel. Ach nein. Eine Zeitherausforderung. Töte oder werde getötet. Also Quasi. Doch keine Zeitherausforderung? Nein, keine Zeit. Tee. Ich möchte euch mit etwas bekannt machen. Oder zumindest wollte ich das ursprünglich. Nimm Hasi. Weg. Warum hast du nicht weggemacht? Ich hab weggedrückt, wie du gesehen hast. Nein, ich hab nicht gesehen. Ich achte da nicht drauf, was du drückst. Ich sag's dir einfach nur. Weg. Oh. Uiuiui, das ist gar nicht so nett. Die nicht so nah aneinander stehen würden. Sondern etwas weiter super. So wie jetzt. Leider stand die andere direkt dahinter. Weg. Okay, schön. Okay. Jetzt haben wir nur noch das komische Ekeltier. Ja. Wie der da durchrennt. Wow. Ah, jetzt wirft er. Vorsicht. Vorsicht. Schön, die Ärmchen sind weg. Hä? Oh mein Hex? Gott. Hex. Weg, weg, weg. Weg. Nochmal. Nochmal. Okay. Soll ich entern, aber noch nicht? Nein, das Ding chargt nochmal. Pass auf. Oh, es hängt an der Tasse fest. Wenn ich ein Glück denke, haben wir Sprünge in der... Einen Moment. Nein. Jetzt. Nett, dass die Tasse uns alles abfängt. Ich hasse diese Attacke, weil die einfach so eine Hackerei und Glitscherei ist. Mach das Ding kaputt. Pass auf. Weg, weg, weg. Weg. Oh, ich hasse dieses Teil. Ein Kopf ist ab. Weg. Nochmal weg. Weg. Nochmal. Oh, enter. Rein mit dir. Greif es an. Mach es matsch. Oh. Oh mein Gott, das ist doch ein Scherz, oder?
Der Rage-Mode hört auf. Hinter uns, Vorsicht, weg. Was ist das denn? Och nee, ne? Noch so eins. Das lief ja mal richtig beschissen. Was ist das denn für eine Herausforderung? Das Schlimme ist, die geht nicht auf Zeit. Nochmal. Ich glaube, ich habe die Herausforderung verkackt. Du hast auf Nein gedrückt. Warum drückst du denn auf Nein? Ganz einfach, ich hoffe, dass die Herausforderung da nicht gesperrt ist. Tada! Meinst du, sie wäre sonst gesperrt, oder was? Ja. Hier wurde gespeichert. Also nochmal das Ganze und diesmal dann richtig. Ach so. Ja, denn? Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine! Na gut, jetzt weißt du ja, wie es geht. Okay. Am besten mit dem Messer. Oh je. Boah, dieses Köpfeviech, das geht mir so auf die Nerven. Was mir an diesem Viech am meisten auf die Nerven geht, ist, wie es eindeutig gegen die Spielregeln verstößt. Wobei das auch eine schlecht gemachte Physik sein könnte. Das Problem ist, von da wird geworfen, da wird geschossen, da wird... Na, also erste Taste ist hin. Okay. Hier müssen wir also etwas vorsichtiger sein. Mann, dieses hässliche schwarze Vieh. Nein. Das macht keinen Sinn. Oh je. Weg mit dir. Entschuldigt, liebe Community, dass das so lange dauert, aber das ist, glaube ich, das mit Abstand blödeste an Herausforderungen, was wir bisher hatten. Oh ja. Okay. Jetzt haben wir nur noch dieses hässliche Cheater-Viech. Denk dran, das kann alles. Rechne damit, es um die Ecke flitscht wie so ein... Nichts passiert. Ich hasse den Anvisiermodus, alleine aus diesem Grund. Benutze ihn erst, wenn er wirft. Was lange dauern könnte. Ja. Nein! Nein! Zum Glück. Oh mein Gott, was ein Glück. Oh Gott. Ich dachte schon. Überleg mal, wie blöd das jetzt geworden wäre. Raus aus dem Anvisiermodus, den brauchst du jetzt erstmal nicht mehr. Ja. Meine Güte, jetzt hau dem erstmal mit dem... Oh ja, weg, weg. Okay, pass auf, die Dinger kommen da durch. Genau. Hau drauf. Und weg. Die Tasse ist ein guter Freund. Sie rettet uns auf jeden Fall vor komischen, hässlichen Angriffen. Ach ja, Pfeffer kann er zurückwerfen.
weg. Oh, das ist die schlimmste Attacke, weil die so entsetzlich lang ist. Nein, das ist auch schlimm. Meine Güte, was ein Level. Ja. Weißt du, jetzt wäre mir das Rätsel eindeutig lieber gewesen. Oh oh. Nochmal weg. Weg, 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 weg. Oh, okay. Ich dachte, der chargt schon wieder. Okay, pass auf, jetzt kommen die Kochbötte. Oh, hinter dir. Siehst du, hier braucht man die Geschwindigkeit des Messers. Oh Gott, da hinten ist dieses schwarze, hässliche Krüppeltier. Oh, jei, jei. Lock's nicht hier hin. Oh. Springen, genau. Oh! Was ist das? Das ist Folter. Ernsthaft, die Entwickler hatten hier ihre sadistische Ader. Oh nein! Gott sei Dank passiert da nicht viel. Okay. Boah. Viermal. Komm, weg da. Eine haben wir jetzt. Nehmt erstmal ein Häschen. Puh, das war jetzt knapp. Das Häschen hält, glaube ich, nicht lange genug. Diese Folge läuft auf jeden Fall anders als geplant. Hier kann man leider nicht allzu viel planen. Nein! Oh. Nicht! Vorsicht, die schießt wieder! Mach! Jetzt habe ich meine Konzentration verloren. Weg, weg, weg. Schön. Weg. Oh Gott, was für ein nervensträubendes. Ach, schön. Nur noch eine Kanne und ein so ein hässliches Ding. Oh Menno, muss das Teil jetzt mitkommen? Ja, die müssen sich doch gegenseitig den Rücken decken. Oh je. Nein, nein, nein. Oh, da bin ich hängen geblieben an der Teekanne. Ich hab's gesehen. Nein, dieser Kampf ist
eigentlich so eklig, weil dieses große Vieh nicht angreifbar ist, solange da noch ein Gegner steht. Die anderen Viecher werden von ihm gedeckt. Aber unsere Teekanne macht, glaube ich, Schaden auch so. Oh, ja. Okay, nicht unsere... Unsere Pfeffermühle. Pfeffermühle macht an der Teekanne so Schaden. Hässliches Mistviech. Okay, die Arme sind weg. Vorsicht, der macht bestimmt dieses Brennen. Gut. Weg. Weg, 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 charged. Oh, jetzt kommt dieses volle Brennen da. Aber der hat doch zuerst seinen... Ja, der kann das immer wieder machen, rechne damit. Das haben wir doch jetzt schon mal herausgefunden. Oh mein Gott. Nein, 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 enter. Komm jetzt. Das ist hoffentlich der letzte. Komm schon, hau drauf. Meine Güte. Das war der am schlimmsten erkämpfte Erfolg, den wir je hatten. Du hast schon den Zug verpasst. Ach nein. Meine Mal nach Güte. Zahlen Hardcore-Modus. Okay, das hätten wir. Ja, ein bisschen und weiter ich... geht's noch. Ja, okay, einverstanden. Zum Glück hatte ich diesen Möchtest du Vorfahren Nein Trick. Ja. Ansonsten wäre das sogar noch gescheitert. Was okay. Ich... Jetzt oh, wollten wir uns das? Ja eine Geisterschweineschnauze. Okay. Oh je, was hat dieser eklige Kerl mit den ganzen Fischen? Die armen Fische. Die sind Geschichte. Der hat oh, ihn noch nicht mal das aufgegessen. Ist Ladyfish. Ja. Oh guck je. Mal unten, da sind bestimmt Geheimnisse. Da unten. Oder das? Na gut, dann oben. Da war ja die... Da waren wir. Das war das grausame Miesmuschel. Level. Also können wir sagen, die Muscheln zu Beginn und in der Mitte eines Levels sind mäßig. Aber, boah, die letzte ist ja mal richtig grausam. Du hast die Katze nicht gerufen, oder? Doch. Bilder sagen mehr als Worte. Manchmal mögen wir sie nicht, manchmal verstehen wir sie nicht. Aber in diesem Fall ist da, glaube ich, nur sehr wenig Mist zu verstehen. Ja. Drück mal C. Higgs. Irgendwo vor lauter Uah. Ekel was wir übersehen. Man möchte gar nicht hinsehen. Deshalb habe ich so den Verdacht, dass da ein sadistischer Entwickler... irgendwas verstaut hat. Aber gnädigerweise können wir weiter. Ja. Die ganzen Fische. Ja, das war, ich glaube, die ganze Bevölkerung. Geht da die Treppe erst hoch, oder? Ja. Hä? Irgendwo eine versteckte Schweinenase? Nein, keine Kollision. Okay. Da geht's, glaube ich, weiter zum Theater und vielleicht zu einem Bosskampf. Deshalb würde ich es klüger... Nach dieser Verschwendungsfolge meinst du, dass wir dann... Genau, nach der Folge, die wir so schön abgebrochen haben durch diese Extremherausforderung. Was waren es? 2 Teepötte und ein Schleimi und dann 4 Teepötte? Hoffentlich hat die nächste nicht 16 Teepötte bereit. Okay, bis zur nächsten Folge. Tschüss.